Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz. Heute vor vollem Haus. Wir haben, glaube ich, ein spannendes Spiel gesehen. Spannung bis zum Schluss, endet im Penalty-Schießen, erfolgreich für uns. Ja, wo waren die Unterschiede der beiden Mannschaften heute? Also, guten Abend. Ist es nicht an? Habt ihr mich nicht gehört? Jetzt? Ja. Moment einmal, dann müssen wir nochmal ein bisschen leiser tun. Habt ihr mich verstanden? Sonst fange ich nochmal von vorne an. Alles klar. Also, guten Abend. Wir haben hier nach Penalty verloren. Auf dieser Seite kann ich nicht zufrieden sein. Das ist eine Niederlage und jede ideelle Niederlage ist Mensch nicht zufrieden. Aber auf der anderen Seite, unsere Leistung heute war viel besser wie letzte Spiele. Die Mannschaft war ein bisschen tief in Krise, kann man sagen. Und heute dieser Punkt auch aus Bad Tölz ist für uns sehr wichtig. Wir haben heute das war ein entscheidender Punkt für unseren Start im Playoff. Also wir werden keine Play-Off spielen. Das ist für uns sehr gut. Und das war unser Ziel. Wir haben heute unser Ziel gereicht. Vielen Dank, Jiri. Janik, aus deiner Sicht? Schönen Abend. Aus meiner Sicht bin ich sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. In der Offensive mit und ohne Scheibe haben wir sehr gut gespielt. Neutrale Zone wieder, wie am Freitag, war da ein bisschen unsere Probleme. Wir haben Trap gespielt und haben wir nicht die Lösung gefunden, da mit Geschwindigkeit zu kommen. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, das zu arbeiten. Es sind mehrere Mannschaften, das anscheinend der Trap spielt in der Zone. Das müssen wir ein bisschen darauf arbeiten, aber der Rest Unterzahl haben wir ganz gut gespielt, haben wir sehr viel Unterzahl spielen müssen heute. Von daher bin ich mit den Punkten auch sehr zufrieden. Wir sind ja jetzt sicher in den Playoffs. Wer wäre denn dein Wunschspieler? Diese Frage höre ich gern. Leider, wie jeder weiß, habe ich euer keine Spiele nur selbst einmal zu Hause angeschaut. Ich kenne Freiburg überhaupt nicht, Regensburg und der nächste ist Bayreuth. So, ich habe mir als Wunschmannschaft wie wirklich keiner. Sieger ist für mich, was wichtig ist, meine Mannschaft, wie die auftreten werden, die zu vorbereiten und auch das erste Spiel der Gegner dann analysieren und dann das richtige Spiel finden für unsere Gegner. Ja, wunderbar, vielen Dank an beide, an Jiri, an Janik. Gibt es noch Fragen von der Presse? Ich glaube, ich war nicht mehr da von der Presse. Doch, Patrick? Was hast du mit denen gemacht, dass wir auf einmal so Penalty schießen können? Ja, das ist ein Fall, der Vertrauen ist ja besser jetzt in der Mannschaft zusammen. Der Teamgeist ist sehr, sehr gut. Und jeder kämpft jetzt für jeden Punkt, was wir gewinnen können. Und Six Bär in der Kabine auch. Die Stimmung ist sehr gut. Gibt es weitere Meldungen? Dann beende ich die Pressekonferenz. Vielen Dank an beide Trainer. Gut nach Hause weg. Und weiterhin viel Glück.